Die erste große Herausforderung dieses Baugrundstücks, warum es auch so lange mit Brache war, ist, dass es sehr weit von der Straße, von der Köpenicker Straße entfernt liegt. Das waren früher die Textilindustrie, die lange tiefe Grundstücke hatte und dementsprechend immer einen Flusszugang brauchte. Und erst war das große Problem, dass es keine zugängliche Straße gab, sodass es ohne Zugang auch keine Baugenehmigung gibt. Und die meisten Investoren haben sich nicht getraut, dann das Grundstück zuzuschlagen. Es gab auch einige Wettbewerbe. Und eigentlich waren alle Wettbewerbe immer eine geschlossene, sehr exklusive Bauweise. Und es gab noch eine zweite Forderung der Stadt, dass die Spree öffentlich werden soll. Und auch das war eigentlich keiner Entwürfe, hatte sich dafür interessiert. Wir fanden das extrem interessant, dass man an einem Ort, das ist ja Kiki Blomfeld, also eine alte Bar aus der Zeit der Mauer, nach der Mauer, also nach der Wende, gab es ja solche informellen Besetzungen und dazu gehört dieser Strand. Und dass man eigentlich die Qualität dieses Ortes erhält und trotzdem dort was Neues generieren kann. Das war eigentlich für uns die große Herausforderung und das Interesse an diesem Grundstück. Für uns war also die Forderung, die ja Media Spree versenken hatte, war ja, dass man 50 Meter von der Spree nicht baut. Und wir haben dann gedacht, das macht irgendwie keinen Sinn, sondern wir haben beschlossen, wir machen ein Projekt, das eine Art Privatheit hat durch einen Hof, aber öffentlich bleibt. Das komplette Erdgeschoss bleibt öffentlich, komplett zugänglich, 24 Stunden und der Strand bleibt der Strand. Und dann ist die Herausforderung, was macht man für einen Städtebau dazu? Und da es eine Genossenschaft war, war die Frage auch, was ist eigentlich das Verbindende? Was ist das räumlich Verbindende? Und das war diese Idee, dass wir hier diesen Hof bauen, also drei Gebäude, die aber keinen Block ergeben, sondern drei einzelne Gebäude, die doch so eine Art Innen- und Außenraum ergeben und sich entweder zum Fluss öffnen, sodass jeder in jedem Haus eigentlich den Fluss miterleben kann, oder nach Süden Richtung Stadt. Und das hintere Gebäude hinter mir zeigt ja, das ist parallel, steht eigentlich in Bezug zu der Bebauung, die es schon vor Ort gibt. Also die Idee war, unter den Bedingungen und den ökonomischen Bedingungen von 2000 Euro pro Quadratmeter inklusive aller Kosten ein maximales Angebot an Typologien zu erstellen. Und zwar die kleinste von 25 Quadratmeter und die größte von 600, das sind die Wohngemeinschaften, bis zu 800 sogar. Und für uns war die Herausforderung, eine Art Grundtypologie zu entwickeln, eine Art Grundgerüst, ein architektonisches Grundgerüst, das diese Typologien ermöglicht. Und zwar im Prozess der Planung ist das Haus eigentlich erst durch die Bewohner entwickelt worden. Das heißt, wir haben einen Grundrisskatalog mit über 50 Grundrisstypologien in einem Modulsystem entwickelt. Das ist eine Betonkonstruktion mit minimalsten aussteifenden Wänden und einer Stützenkonstruktion und haben dann alle Weichenteile, also Trennwände und die Außenwände in einer passivhaustauglichen Fassadentechnologie gebaut. Und auch so die ganze Technik, Lüftung und sowas ist extrem flexibel, einfach unter die Decke, sodass wir auch Typologien weiterentwickeln können. Aber es gibt eigentlich auch jetzt ein Range von etwa, ich würde sagen, 40 verschiedenen Typologien, die in dieser Struktur möglich sind. Und diese Struktur haben wir gemeinschaftlich als drei Büros entwickelt. Es gibt einen Fensterkatalog, das heißt, es gibt 10 verschiedene Fenster, es gibt einen Badkatalog, es gibt 5 verschiedene Badgrößen und die haben wir dann eigentlich nur in den verschiedenen Typologien so eingesetzt, dass wir sowohl wirtschaftlich als auch räumlich das Maximum rausholen können. Also die Herausforderung ist ja, wenn ich das Innenleben komplett frei mache, also den Open Plan eigentlich, es gibt ja hier auch Wohngemeinschaften, also die ersten Clusterwohnungen, die wir entwickelt haben, und ungefähr 25% sind Clusterwohnungen, aber wir haben eben auch ganz kleine Wohnungen. Dann bedeutet es natürlich, dass die Fassade, dass das Gebäude eigentlich darauf reagieren muss. Und dementsprechend haben wir
beschlossen, dass jedes Haus für sich entscheiden kann, jedes Team, wie sie die Fenster einsetzen und dementsprechend, wie sich daraus auch eine Fassade ergibt. Und das sieht man auch, es gibt leichte Unterschiede, aber es gibt sehr viel Nähen. Es sind wie Geschwister, aber sie haben auch ihre Unterscheidung. Speziell im Erdgeschoss, dort gab es die sogenannten Wildcards, da durfte jedes Büro machen, was es wollte, innerhalb des Budgets. Aber die Frage, die uns sehr beschäftigt hat, war natürlich die CO2-Bilanz. Also weniger, was ist genau das Material, sondern welches Material ist eigentlich das geeignete. Und wir haben festgestellt, dass das Passive House für uns zu eng ist, aber eine Passive House-taugliche Fassade möglich ist. Und das war so die erste mögliche Kombination eines Hybrids zwischen Beton und Holzbau. Wir haben also eine vorgefertigte Holzbaufassade gemacht, die wir dann nochmal von außen gedämmt haben. Und dann eben mit unseren im Modul entwickelten Fenstern. Das ganze Haus ist auf einem Modul der Zahl 9 entwickelt, sowohl in der Höhe als auch im Plan. Weil das eben ein sehr menschliches Maß ist, haben wir dann diese Häuser durchgeplant. Was vielleicht noch besonders ist zu anderen Projekten, ist, dass wir die Genossenschaft auch als Baugemeinschaft gebaut haben. Das heißt, alle Bauherrinnen hatten mit uns 5 Stunden jeweils, um ihre Wohnungen durchzuplanen mit den Mitteln, die wir ihnen gegeben haben. Und danach mussten sie dann bezahlen. Funktioniert auch das Heizungssystem nach diesen Prinzipien? Ja, es gibt noch eine zusätzliche Fußbodenheizung. Die ist aber wirklich nur wie so eine Art Backoffice. Generell sagen die Leute eigentlich, dass sie eigentlich kaum heizen müssen. Aber was man auch jetzt sieht, und das spüren wir ja jetzt hier ja alle, wir stehen hier bei hohen Temperaturen in einem sehr kühlen Raum. Und das liegt eben daran, dass es als Gesamtsystem betrachtet ist. Und das betrifft zum Beispiel auch, es gibt keinen Keller und es gibt nur Pfähle. Und diese Pfähle sind auch zum Beispiel mit Geothermie, nehmen Erdwärme auf und bringen auch die Erdwärme wieder raus. Also es gibt eigentlich so eine Art Versuch, in einem Ökosystem auch die Architektur einzubauen. Also vielleicht nochmal, warum das überhaupt hier so aussieht, liegt daran, dass die Feuerwehr hier nicht reinfährt. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben Sicherheitstreppenhäuser gebaut. Das hat zum Vorteil, dass wir ein Treppenhaus pro Haus brauchen, aber es hat die besondere Stärke, dass man keine Bewegungsflächen für die Feuerwehr bauen muss. Und nur so waren wir überhaupt in der Lage, die bestehende Infrastruktur zu erhalten, also vor allem die ökologische. Und dann war eine Regel, es darf nur ein Baum gefällt werden, wo ein Haus hinkommt. Alle anderen Bäume, jeder einzelne Baum muss erhalten werden. Und deswegen gab es auch nur einen Kran in der Mitte. Das war natürlich logistisch nicht einfach. Aber es war dafür gedacht, dass wir eben die Ökologie des bestehenden Systems erhalten und es ist minimal versiegelt hier. Das heißt, wir versuchen erstmal lokale Versickerung. Alle Balkone versickern hier, es gibt die großen Dachflächen. Wir produzieren also mehr Grün, als vorher da war. Und die bis jetzige Regenentwässerung läuft über die Kanalisation. Wir hatten ja jetzt gerade eine Konferenz Build Different über 2 Tage und das Wort Nachhaltigkeit ist nie aufgetaucht. Und das hat mich total interessiert. Das heißt, wir haben jeweils ganz konkret Themen besprochen, die eigentlich von sich aus mit der Frage der Nachhaltigkeit zu tun haben. Und ich glaube, und was wir gelernt haben, ist, dass wir nicht allein über Materialien, nicht allein über Flächengrößen, Energieträger zu einem Konzept, das Nachhaltigkeit heißen könnte, kommen, sondern vielmehr, dass wir als Gesamt betrachten müssen, was kann eigentlich Architektur anbieten, innerhalb eines Ökosystems funktioniert. Und das können dann zum Beispiel auch Flexibilität sein, das können auch neue Nutzungsformen sein, das können auch Freiräume innerhalb des Gebäudes sein und das könnte sein, dass wir gar nicht bauen.
Alarm.